So, meine lieben Drachlinge, im letzten Part war es endlich soweit. Wie ihr es schon seht, wir sind jetzt zu sechst. Die kleine Nairu kam auf die Welt. So, dadurch haben wir jetzt schon alles geschafft. Also, genau, die beiden, Midna und Zelda, waren jetzt vorerst in einer WG. Link war nebenan. Link hat die drei beiden kennengelernt. Alle drei sind Freunde geworden. Link und Zelda sind ein Paar geworden. Dann kam zuerst Dean, dann Farore und jetzt Nairu. So, wir werden jetzt heute einen ganz normalen Tag spielen. Und dann wird unser Link seiner Zelda einen Antrag machen. Und dann werden wir schauen, wo die Hochzeit stattfinden wird. Aber wo genau, weiß ich jetzt noch nicht. Ich weiß auch nicht, wo er den Antrag machen soll. Wir können es vielleicht hier irgendwo machen, vielleicht hier unten am Strand, wenn man da hingehen kann. Soll ich runter an den Strand gehen, wo die, der ja hier bei ihnen da ist, dass sie hier runterlaufen. Naja, wir gehen erstmal da ins Spiel rein. Ich weiß es noch nicht. Das werde ich im nächsten Part, bis zum nächsten Part muss ich das mir mal überlegen, wo Link am besten seiner Zelda den Antrag machen kann. Aber dafür wäre es, glaube ich, auch gut, wenn die beiden dann bei einem Date sind. Dann hätten wir auch zeitgleich das Seelenverwandte Bestreben von Zelda, glaube ich, fertig, oder? Also was bei ihr? Zwei Dates, ne? Genau, zu zwei Verabredungen gehen. Ja, die zweite Verabredung wird dann auch kommen. Zelda Mausi. Wieso? Okay. Naja, wo ist oben? Was machst du da? Sitzen, ja. Eigentlich könntest du dich auch mal anziehen. Oder musst du wieder ins Bett? Nö. Outfits. Verändern das. Na gut, dann machen wir weiter. Mal kurz anziehen, Zelda. Genau. Perfekt. Und doch ja. Doch, man sieht, dass sie schon ein paar Schwangerschaften hinter sich hat. Da ist schon ein bisschen mehr auf der Hüfte, aber egal. Das steht ihr. So, hier bei Mädels. Was ist los? Räumst du auf? Oh, Midna. Was soll das, Fräulein? Achso, die räumt auf. Hey, geh mal zu deiner Tochter hin. Nairu, ja, du bist ja ganz glücklich, muss nicht zur Schule. So ein liebes Mädchen. Guck mal, Nian kriegt sie auch die kleine Leihung. Deine Schwestern kommen ja auch gleich. Ach, und das reicht. Wir wollen das Kind nicht überanstrengen. Ah, komm, einmal Liebe ausdrücken. So, Schatzi. Du musst aber trotzdem jetzt noch was machen. Charisma-Fähigkeit.
Unfug treiben. Unfug. Bei deinem Kerl. Was kannst du da machen? Jetzt. So, jetzt brauchen wir die Musik nicht mehr. Eigentlich können wir Dinge noch verkaufen, ne? Normalerweise schon. Jetzt brauchen wir das Teil nicht mehr. 1184, ja. Okay. Die haben hier unten den Fernseher, den können sie angucken. Eigentlich, wofür jetzt noch so viel? Wofür noch so viel Licht? Ich meine, ist zwar schön und gut, aber da ist doch auch genug Licht. Da brauchen wir doch hier nicht das noch. Warte mal. Machen wir hier das weg. Das genau wegmachen. Ist hier schon genug Licht, was da reinkommt? Hier oben ist noch Licht. Genau, das tun wir hier so eher so in die Mitte. Das passt doch. Warum auch immer diese Kommoden da sind. Können wir eigentlich stehen lassen sonst. Ja. Sonst da. Das war's, komm. Ich setze mich hier noch weiter da. Zum Ärger. Ja, was machst du jetzt? Irgendwas. Spielen mit Mama oder Papa? Spiel mit Mama, komm. Kannst die Mama abziehen. Ruhig. Zelda. Wieso spielst du da alleine? Mentalfähigkeit geworden, aha. Und wir machen mal kurz hier das leer. Ja, super, Nairo kann ihre Fähigkeiten da ausbauen. Und mental, sie wird dann eher die Schlaue. Die Göttin des Triforce der Weisheit. Genau. Hatten wir hier hinten nicht auch noch ein Spielzeug, was da hier das vorantreibt? Das kann sie denn damit machen. Laufen, öffnen. Kann sie machen. Ja, komm. Komm hier hin. Lass die anderen sonst in Ruhe. Komm, zieh deine Mutter noch ab. Ui, ui, ui. Das ist nice. Voraus jetzt Zweier-Schülerin. Alter, Dean, Einser-Schülerin. Dean, du bist eine Streberin.
Na? Du kleine Streberin, du. Ach, Mädchen. Deine Schwestern sind da, also hör auf mit den Erwachsenen da zu labern. Was ist los, Mädchen? Ich muss mal kurz bei euch gucken. Wie geht's euch? Was ist bei dir los? Ja, so, einmal dahin. Und dann kannst du schlafen. Deine andere Schwester, bei der ist okay. Ja, du hast nur Hunger. Das ist alles okay. Also deine anderen Schwester hier. Rumdödeln. Keine Ahnung. Oh, puh. Ja, dann geh rein, Frau rein. Komm. Hallo. Willst du nicht mit deiner Schwester hier spielen? Dann können sie zusammen irgendwas spielen. Da können sie zusammen spielen. Puppen spielen mit. Ach so, das ist jetzt ups, falsches Stück gewesen. Das war. Ja, du musst aufs Klo, ja. Dann geh. Ist unterwegs. Oh, geht das überhaupt, weil die meine Schwester jetzt in der Dusche ist? Ja, es geht. Ja, schlaf gut. Hände gewaschen, super. Da ist sauber, ja. Was ist jetzt? Im Garten spielen, ja. Geh doch mit ihr raus. Wir können doch beide im Garten spielen. Wir müssen ein bisschen verfressen. Hier wird nicht Kuchen gegessen. Kannst du jetzt hier draußen hier mit ihr spielen? Was? Die und naja. Ah, auf der anderen Seite jetzt. Die kleinen Äffchen. Oh, genau, jetzt spielen sie zusammen gleich mit Puppen. Ist doch gut, wenn die Schwestern sich vertragen. Dien unser kleines Äffchen. Eieiei, jetzt sehr viel Energie. Wo ist denn deine Schwester? Nicht, dass sie jetzt Blödsinn macht? Dien spielt mit Puppen. Link spielt mit Puppen. Wo ist Nairo? Worauf wartest du denn? Nee, hör auf. Deine Schwester will, glaube ich, mit dir spielen oder so. Keine Ahnung.
da jetzt los ist. Kommt sie? Dean? Was macht Mami Zelda? Zelda steht da doch rum. Achso, ich geht jetzt zum Mitten an, die beiden gucken Fernsehen. Beziehungsweise labern. Mir fällt gerade ein, damit die was Schönes an der Wand haben. Notizbuch, Unterhaltung. Selfie machen, Foto machen mit Nairo. Oh Gott, hoffentlich ist das ein schöner Hintergrund. Wow. Wow, toll. Ich kann jetzt hier nicht rauszoomen. Das ist ein bisschen doof gelaufen. Was ist jetzt nur so links und rechts? Jetzt muss jemand anders machen, glaube ich. Spielen. Zelda, genau. Ey, nicht schlafen? Nein, du sollst da nicht schlafen. Komm hier runter. Komm sofort runter, Frau. Lauf dahin. Lauf dahin. Bitte. Bist du unterwegs? Ja. Ich habe gesagt, lauf dahin. Nicht. Na, Fan. So, Pause. Dann nimmst du dein Handy. Warte, machen wir mal. Da? Nein. Falsch. Das wird keine Ahnung. Ja. Schon die beiden am Spielen. Also jetzt bitte sie im Hintern kratzen, dann mach mal das eher. Ich pack nicht mehr an der Maus an. Ey, was soll das? Vielleicht 5 hintereinander. Dann können wir mal schauen, welches davon gut geworden ist. Ja,
Filter festlegen. Keine Ahnung. Scheiße, mal was erkennen kann. Moment, ich muss mal kurz näher rangehen. Doch, man kennt die Mädchen. Filter, ne, es muss auf jeden Fall irgendein heller Filter dran sein. Dunkel übersättigt. Filter festlegen. Das ist wie jetzt. Nee, man fällt festlegen keiner. Dann mit zum Wärmton. Nee. Ich wollte es gerne hier so hell haben, genau. So, ein Rahmen. Den anderen in Schwarz hat mir, glaube ich, gehabt. Siehst du das bitte? Bei dir rein, oh toll. Moment. Müssen wir hier noch gucken. Das ist ganz gut, das ist... Können wir das hier... Gut, mach mal ein bisschen heller die Bilder. Bilder festlegen. Hell. Bei allen können wir ruhig einen Rahmen hinzufügen. Dunkles Holz, helles Holz, sieht helles Holz aus. Na doch, ja. Helles Holz sieht freundlicher aus. Wo war denn da ein Rahmen? Da war keiner. Das sieht doch schön aus. Ist noch eins von unserer Farore. Das kriegen wir auch schon hin. So, mit einer Zelda-Mausi. Lass die beiden mal spielen. Also was war mit dir? Achso, du wolltest schlafen. Und gut, dann schlaf. Schlaf gut. Also deine Seite war, glaube ich, hier. Achso, genau, dann wollten wir hier das noch verkaufen, das brauchen wir eigentlich auch nicht. So. Gut. Jetzt kannst du schlafen. Schlafen. Wie sieht's aus mit euch? Link. Hunger. Ja. Auf zu quatschen, nimm dir was zu essen. Obwohl. Er wird's ja sowieso machen. Wie sieht's aus mit der Wäsche? Nichts zu tun. Ist Kuchen. Was macht die Kleine? Ja, Kuchen essen. Und sowas aufs Klo, okay. Oh, mitten ist auch am Schlafen, okay. Uff. Uff. Aufs Klo und dann, ja. Dann geh erstmal ganz dringend aufs Klo. Dann kannst du auch direkt schnell duschen. Ach so. Nee, halt, andersrum.
Nein, aufs Klo. Link, lass sie in Ruhe. Die Tochter muss auf Toilette. Nachdem du die Hände gewaschen hast. Duschen. Hallo. Duschen. Musst du noch duschen oder nicht? Genau. So. Was ist das denn für eine Alte? Was willst du denn hier? Hau ab. Ey. Was machst du da? Das ist nicht dein Grundstück, hau ab. Mach unser Gartentor zu. Für jeden außer Familienmitglieder. So. Da kann jetzt kein Fremder da einfach reingehen. Hier hinten ist ja eh zu. Aber hier ist halt ein bisschen doof. Wie konnte die denn da durch? Hat die Frau sich da durchgebackt oder wie? Ich stand doch da. Ist hier runter. Dann irgendwie da durch. Naja. Haus weg. Jedenfalls. So, meine Schätzchen. Wie sieht's aus? Was ist los mit einer? Hä? Da war mal ein kurzes Schlafen bei dir. Mal ab. Muss hier runter. Mahlzeit öffnen. Ah, genau. Letztes Stück Kuchen nehmen. Ist ja noch ein, zwei, aber egal. Und welche Burger habt ihr auch noch genug? Das reicht jetzt nicht für die nächste Zeit, für die nächsten paar Stunden. Link steht da wie ein dummer Trottel. Wo ist Nairo? Ist sie in ihrem Bett? Richtig schlafen ist das nicht, aber egal. Ist ein Teil müde. Schlaf gut, Dean. Total müde. Unsere Mädchen schlafen. Unsere vier. Naja. Die andere ist unten mit Link abquatschen. Macht der jetzt? Musst du noch irgendwas machen für die Arbeit? Wie auch immer die Leute da jetzt da ihren Fisch da bestimmen können, keine Ahnung. Was tun da? Glas Wasser nehmen. Okay. Hey, aufräumen. Frau Twilight, würden Sie bitte aufräumen? Dankeschön. Man kann das auch hier unten machen, aber egal. Ja,
die Wäsche müsste eigentlich auch gemacht werden. Was kann hier der junge Mann hier machen, der da drauf rumsteht? Bevor er aufs Klo rennt. Was für Geschirr spülen? Hä? Lass es mal sein. Legst da ab. Link. Was machst du jetzt? Hör auf zu quatschen. Du musst aufs Klo, bevor deine Blase platzt. Geh auf Toilette. Mittner kann da unten in Ruhe aufräumen. Der hat ja eh nichts zu tun. Dann kann Mittner auch direkt dann hier hinten. Weitermachen. So, Frau Schweinheit. Dann machst du jetzt noch die Wäsche und dann ist gut. Alles okay? Ja. Dann muss ich mir jetzt mal so langsam Gedanken machen, wo der richtige Platz wäre für Nein. Und dann die Kleine ist wach. Du machst jetzt erstmal die Wäsche. Da. Taschen durchsuchen und Wäsche machen hinzufügen zur Waschmaschine. Boom. Los geht's. Einmal durchspülen, genau. Und ein bisschen Geld bekommt, tu das da rein. Und go. Was ist los? Ich will jetzt mit Papa reden. Müde. Na gut, wenn du da was machen willst. Ach, da ist ein Bett oben. Ah, Hilfe. Soll ich das Fenster klein gemacht? Schlafen. Genau. Jetzt runter. Na gut, wir machen, warten mal, bis bei ihr da dieser Balken voll ist. Bei der kleinen Nairo und dann kann sie sich ja was gönnen müssen. Essen. Genau. Davon nimmst du gleich eins. Oh, egal. Ist vielleicht voll geworden. Die Uhrzeit, ey. Du bist noch vollkommen wach? Bei dir nichts los? Eigentlich müsstest du auch kommen. Mal aus. Kannst du denn auch sowas nehmen? Irgendeine schnelle Mahlzeit. Wenn du noch ein paar Chips oder so, keine Ahnung. Oben aufs Klo. Und dann ins Bettchen. So, ihr beiden. Achso. Ups, Entschuldigung. Ich muss jetzt da doch den Part beenden. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Dann werden wir mal schauen, ob wir das Date machen und wie das dann verlaufen wird. Das zweite Date von Link und Zelda. Bis dann und tschüss.